Ist das Glas jetzt halb voll oder ist es doch halb leer? Diese Frage versucht die Wall Street derzeit für sich zu beantworten, denn wir hatten ja nicht nur am Freitag die vermeintlich starken US-Arbeitsmarktdaten, sondern am Donnerstag letzter Woche eben auch diesen starken ISM-Index. Also alles deutlich besser als erwartet bei genauem Hingucken. Naja, ob das wirklich so der Fall ist, sei mal in Frage gestellt. Aber sei es drum, das schafft erstmal Fakten an den Märkten. Am Freitag sind wir an den Aktienmärkten der USA stark nach oben gelaufen. Heute so ein bisschen ein Nachdenken, ein zweites Hingucken. Ja, was heißt das denn, wenn die Daten so gut sind? Dann wird die Fed auch die Zinsen nicht so schnell senken. Und so sehen wir auf der anderen Seite, dass die Kapitalmarktzinsen deutlich steigen. Also die Renditen von US-Staatsanleihen. Faktisch wird damit Geld teurer. Zumal eben auch der Ölpreis weiter deutlich ansteigt. Also eine schwierige Gemengelage und die Frage ist, was setzt sich jetzt durch? Hurra! Die optimistische Variante, wir sehen keine Rezession, wir kriegen keine Rezession, A oder eben doch B. Naja, aber wir kriegen die Rezession vielleicht doch indirekt dann, wenn die Fed die Zinsen lange nicht so stark senkt, wie wir bereits längst eingepreist haben in den Aktienmärkten. Das wollen wir uns mal anschauen, das Setup an diesem Auftakt der Woche, der viele wichtige Dinge bereithält, die aber heute noch nicht passieren. Dennoch, wir sehen solche Headlines heute, Future Slide, weil Yields rise back over 4%, also die 10-jährige US-Staatsanleihe steigt über 4%, die Zinskurve invertiert wieder. Das heißt, wir haben eine negative Zinskurve, Ölpreis steigt. Und dann sehen wir eben diese Schlagzeilen. Das ist vor allem diese steigenden Kapitalmarktzinsen, die sind, die hier die Laune so ein bisschen verderben. Und wir haben Jim Cramer, der noch sagt, ja, keine Rezession, die jetzt kommt und das müsste doch gut sein für Aktien. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass sogar eine 16-prozentige Wahrscheinlichkeit jetzt besteht, dass die Fed am 7. November dann die Zinsen gar nicht senkt. Und das ist ja etwas, was noch vor ein paar Tagen eigentlich undenkbar schien. Da war nur die Frage, großer Zinsschritt oder kleiner Zinsschritt, aber dass die Zinsen gesenkt würden, das war völlig klar. Und jetzt versucht man diese ganze Gemengelage auszutarieren, zu gucken, naja, ist das gut oder ist das schlecht? Was wir auf jeden Fall sehen können an den Märkten, das sind die Fakten, nämlich Dollar sehr stark gestiegen. Letzte Woche größter Anstieg seit September 2022, also seit 2 Jahren. Gleichzeitig der City Economic Surprise Index, also jeder Index, der bemisst, wie die Daten reinkommen, über der Erwartung, unter der Erwartung, der ist jetzt wieder ziemlich positiv, weil eben die Daten offiziell so stark sind. Und hier sehen wir dann optimistische Aussagen, etwa der Bank of America, die sagen, ja, also dieser bessere City Economic Surprise Index, der führt doch dazu, dass es Aktien eigentlich gut gehen sollte, weil die Gewinnsituation für die Aktien dann gut bleibt. Klar, das ist ein valides Argument, aber auf der anderen Seite sehen wir eben auch, dass Geld wieder deutlich teurer wird, die Kapitalmarktzinsen deutlich steigen, die 10-jährige Anleiherendite deutlich über der 4%-Marke heute, 4,03 in etwa. Das ging jetzt relativ zackig. Wir waren noch vor ein paar Tagen etwa bei, naja, 3,7%, jetzt über die 4% gestiegen. Und die Frage ist, wie geht das weiter? Wird dieser Run weitergehen? Wird also damit, wenn Geld teurer wird, Liquidität verknappt? Und das ist eben das, was die Aktienmärkte dann ausbremsen würde. Zumal, wenn wir uns mal die Entwicklung dieser 10-jährigen Rendite anschauen, dann haben wir bei einer wichtigen Trendlinie nach unten erstmal den Abverkauf gestoppt und sind jetzt sehr steil nach oben gelaufen und könnten eben dann jetzt zur oberen Trendlinie laufen. Und das würde bedeuten, dass wir so, naja, 4,25, 4,3% sehen würden in nächster Zeit. Und das würde bedeuten, Geld würde noch teurer. Damit werden dann Hypothekenzinsen wieder teurer, Kredite bei Banken wieder teurer. Also genau das, was eigentlich zuletzt überhaupt nicht der Fall war. Schauen wir mal, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Und warum steigen die Renditen? Weil eben die Inflationserwartungen steigen, nachdem die Notenbanken die Zinsen senken, gleichzeitig aber eben hier Potenzial gesehen wird für neue Inflation, schon aufgrund des gestiegenen Ölpreises. Wir sehen also, dass die One-Year-Inflation
Swaps sehr deutlich nach oben gegangen sind und jetzt die Renditen im Grunde auf diese Inflationserwartungen, die in diesen Inflation Swaps eingepreist wird, letztendlich jetzt nachvollziehen. Und so sehen wir, bums, das ging ziemlich zackig, dass jetzt die Erwartung, dass die Fed die Zinsen am 7. November um 0,5% senkt, die ist praktisch auf 0% abgestürzt. Das ging ziemlich zackig mit dem Anstieg der Renditen. Das läuft meistens dann entgegengesetzt. Steigende Renditen, ist das ein Zeichen dafür, dass wohl große Zinssenkungen nicht kommen. Und wir sehen nicht nur in den USA steigende Renditen, sondern weltweit im Grunde Australien, Deutschland, Europa, alles das, was sozusagen hier Staatsanleihen emittiert, hat jetzt diese Entwicklung gesehen. Das geht von den USA aus und hat gewissermaßen eine Sogwirkung, also zieht die anderen mit nach oben. Und wir haben das große Glück, dass wir ab heute Abend einige Fed-Speaker sehen werden. Es sind, glaube ich, 17 an der Zahl. 18 wäre ja auch übertrieben, aber wir haben 17 angefangen heute mit Kashgari, dann Bostic, wie sie alle heißen, werden in dieser Woche also sich äußern und erste Hinweise geben, wie beeindruckt die US-Notenbank von diesen Daten ist, ob sie also jetzt signalisiert, naja, wir überlegen uns das nochmal mit den Zinsen, ob wir sie wirklich senken, ja oder nein. Und dementsprechend kommen auch den Inflationsdaten, die am Donnerstag anstehen, natürlich große Bedeutung zu. Die CPI-Daten, also die Verbraucherpreise. Und hier sagt der Bank of America, also nach diesen starken Arbeitsmarktdaten werden diese CPI-Daten von einem Non-Event zu einem großen Market-Mover. Man erwartet eine Bewegung von 109 Basispunkten im Vergleich zu den letzten Inflationsberichten. Da hat man nur 70 Basispunkte erwartet, also 0,7%. Also man denkt, das wird jetzt schon ganz schön rocken an den Märkten, positiv oder negativ. Je nachdem, wie diese Zahl reinkommen wird, die Erwartung ist 0,1% in der Headline und 0,2% in der Kernrate. Zum Vorjahresmonat dann 2,3% in der Headline und das alles in einer Situation, wo ja die Notenbanken so stark die Zinsen gesenkt haben im September wie seit 4 Jahren nicht mehr. Das ist jetzt, also seit Corona, das ist jetzt der viertgrößte Zinssenkungsmonat in diesem Jahrhundert, also seit dem Jahr 2000. Und das könnte bedeuten, dass die Notenbanken da vielleicht ein bisschen forsch vorgegangen sind, zu schnell die Zinsen gesenkt haben, wie die Fed oder eben auch die EZB und jetzt dann ein bisschen zurückrudern müssen, solange die Inflation nicht ansteigt. Und es könnte gut sein, dass wir eben jetzt nochmal vergleichsweise harmlose Inflationsdaten sehen, aber eben danach, die Monate später, diese Inflation wieder ansteigt, dass das erstmal noch gut für Aktien ist. Wie die Bank of America sagt, solange die Inflation nicht deutlich ansteigt, ist doch alles gut. Wir haben ja am Mittwoch dann die Minutes der Fed, also das Protokoll der Fed, am Donnerstag eben die Inflationsdaten CPI und am Freitag dann nochmal die Erzeugerpreise. Also da wird einiges passieren und das hat nicht nur Einfluss auf die Wall Street oder auf Europa, sondern weltweit wird das eine wichtige Geschichte sein, denn wir haben jetzt gesehen, dass ja so Sachen, so Länder wie China en vogue waren mit diesem massiven Stimulus, aber eben auch andere Emerging Markets, also Schwellenländer, wirklich en vogue waren, weil man sich gesagt hat, ja super, die Zinsen sinken, das ist gut für Länder, die davon profitieren, von sinkenden Dollarzinsen, die oft in Dollar verschuldet sind. Wenn die Zinsen sinken, dann wird diese Schuldlast leichter, dann können wir solche Emerging Markets Aktien kaufen. Und so sehen wir, dass jetzt in der letzten Woche der zweitgrößte Zufluss in Emerging Markets Aktien passiert ist in Geschichte. Also sehr große Kapitalströme, die hier passiert sind. Und wenn das alles jetzt nicht aufgeht, wenn jetzt die Zinsen doch nicht so schnell sinken, dann hätte das auf diese Märkte eben eine große Bedeutung. Und wir sehen auch noch etwas anderes. Ich hatte vorhin gesagt, die Zinskurve ist dabei, sich wieder zu invertieren. Also dass kürzere Laufzeiten höhere Renditen bringen als längere Laufzeiten. Normalerweise ein Anzeichen einer kommenden Rezession. Vor allem dann, wenn die Zinskurve sich wieder entinvertiert. Und so viele wie noch nie bei den von der Bank of America befragten Fondsmanagern haben gesagt, ja, also die Zinskurve, die wird steiler werden. Und vielleicht ist es eben wie so oft, dass genau das Gegenteil eintritt, was alle eigentlich erwarten.
Und das könnte nochmal richtig spannend werden. Hier sehen wir mal die Zinskurve, die sich jetzt dieser Nulllinie nähert. Mal gucken, ob wir da wieder invertieren oder ob das nicht der Fall ist hier an der Benchmark 2- und 10-jährige US-Staatsanleihe. Und da wird es auch darauf ankommen, wie der Ölpreis sich entwickelt. Wir haben heute wieder einen deutlichen Anstieg beim Ölpreis. Viele waren ja short in Öl, weil sie gesagt haben, naja, Wirtschaft läuft nicht so toll, Nachfrage wird sinken, OPEC wird mehr produzieren. Dementsprechend gehen wir mal auf fallende Kurse, die werden jetzt ziemlich rasiert. Der Iran hat wohl vorübergehend hier seine Ölexporte eingestellt, in der Erwartung, dass die Israelis zuschlagen und eben hier dieses Nadelöhr bei den Kark Islands versuchen zu attackieren. Heute ja der Jahrestag dieses brutalen Massakers der Hamas, 7. Oktober. Und da hat man seitens des Iran eigentlich gedacht, naja, wenn von den Israelis was kommt, dann an diesem Tag. Wir sehen aber insgesamt, wenn wir uns mal Öl anschauen, das ja steil angestiegen ist, fast 10 Dollar jetzt in wenigen Tagen. Wir sehen erstmals echte Käufe in Energieaktien. Vorher war das mehr so Short Covering, also Short-Positionen, die eingedeckt wurden. Jetzt haben wir heute Attacken auf Tel Aviv, offenkundig aus dem Jemen, sodass der Tel Aviver Flughafen erstmal seinen Betrieb eingestellt hat. Also diese ganze Geschichte kommt nicht zur Ruhe. Alle warten jetzt noch auf den Gegenschlag der Israelis und das wird natürlich für den Ölpreis sehr wichtig. Wie stark wird dieser Gegenschlag ausfallen? Denn bisher war ja Öl mit eins der schlechtesten Assets, die man so finden konnte auf diesem Planeten. Gold dagegen das beste Asset. Aber was ist, wenn jetzt alles anders kommt als gedacht, nämlich die Zinsen nicht so schnell sinken, wovon Gold ja sehr stark profitieren würde und auf der anderen Seite die geopolitischen Spannungen zunehmen würden? Das würde dann Öl deutlich nach oben bringen. Und jetzt sehen wir, dass immer mehr Öltrader jetzt eben auf die Long-Seite wechseln und sagen, ja, da kommt was, da wird noch einiges passieren. Bullische Stimmung, vielleicht ein Kontraindikator, muss man sehen, so stark wie seit Ende 2021 nicht mehr. Abschließend im ersten Teil dieses Videos nochmal der Hinweis auf unseren Börsenbrief. Da haben wir zum Beispiel auch mal Gold und den DAX analysiert. Also wer da mal reinschauen will in die Fugmanns Trading Woche, wo wir eben Setups präsentieren, wo wir Chancen am Markt zeigen, ob auf der Long-Seite oder eben auf der Short-Seite. Diese Märkte werden volatil werden jetzt vor der US-Wahl. Also ich packe Ihnen mal den Link da rein, wenn Sie da interessiert sind, einfach draufklicken und sich die ganze Geschichte anschauen. Das ist die erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung ist natürlich der zweite Teil dieses Videos, denn da schauen wir uns mal konkret an, was an der Wall Street passiert ist. Und da gibt es hochinteressante Entwicklungen. Auch das unter dem Video verlinkt. Wir sehen uns gleich. Bis dann. Ciao.